Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Warhammer 2 mit Alariel, der Immerkönigin. Wir haben das letzte Mal eine richtig üble Schlacht gegen hier eine unfassbar starke Chaos-Armee gefochten und gewonnen. Und jetzt ist es an der Zeit, hier die Früchte unseres Sieges hier zu ernten. Wir werden hier in dem Fall Erfahrungspunkte sammeln. Dass die wenigen, die das überlebt haben, auch, wie soll ich sagen, davon profitieren. Puppen des Chaos haben jetzt hier noch so eine... Das ist so krass, gut, Mann. Die haben immer noch so eine Macht hier. Obwohl es so eine Pipifax-Armee ist. Und die Skaven hier, der Unbeherrscher, das kann nicht sein. Die Puppen des Chaos müssen irgendwo anders noch Truppen haben. Irgendwo anders in der Welt, nicht abseits von uns. Ja, jetzt wird's irgendwie unwitzig, muss ich genau genommen sagen. Aber ganz im Ernst, das kriegen wir auch hin. Diese Armee tut nur so, als ob sie stark wäre. Ich denke mal, dass unsere Schwestern hier Schaden anrichten werden. Ich gehe nämlich... Ja, ihr seht es jetzt schon, ne? Das Spiel hat sich mal wieder so richtig schön geirrt, ey. Das ist wieder mal unfassbar. Vor allem, weil wir die hier jetzt sandwichen können. Ich stelle die Schwestern jetzt tatsächlich hier nach vorne hin. Versuche alles andere, was ich habe, weitgehend zu schonen. Die stelle ich hier dahinter als Nummer 2. Diese eine Reppe der Speerschleuder kommt dahin. Und ihr steht auch da hinten hin. So, mit denen gehe ich nämlich jetzt hier schon mal vor. Dahin. Da hinten kommt jetzt auch noch ein Satz. Den ich auch sofort benutzen werde. So, wir stellen uns nämlich jetzt hier auf. Die repetierte Speerschleuder dahin. Wo sind meine Shadow Warriors? Kommen dahin. Ihr kommt da mal alle erstmal hin. Bis ich weiß, was ihr da so habt. Das wird hier auf jeden Fall nochmal die Nummer 3 werden. Mit denen. Drache, Riesenadler, alles was schießen kann, kann schon mal ran. Da kommen vor allem auch nochmal ein paar ganz, ganz gute Fernkämpfer jetzt hier. So. Genau, ihr schießt mal schön. Shadow Warriors vor. Also ich versuche jetzt hier mit den Mädels hier erstmal was zu machen. Oh, warte mal. Drache und Riesenadler können sich um das hier kümmern. Greift das hier an. Schießt auf das hier. Schießt auf das hier. Schießt darauf. Werden ganze Einheiten einfach ausgelöscht. Einfach nur im Moment, als sie versuchen, hier quasi ranzukommen. Feuer. 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 Da machen wir mal einen richtig fetten Buff drauf. Zack. Diesen erledigt. Ihr kommt hier zurück. Also die erste Armee ist im Grunde eigentlich schon als ausgeschaltet zu definieren. Ihr kommt zurück. Was mache ich jetzt damit noch? Ja, ich muss das Ding jetzt hier noch niederfighten. Der sammelt ja gerade eben immer noch richtig fett Magie. Ah, das sind Sturmratten. Wo auch immer die aufgetaucht sind. Die
Der einzige Nahkampf, der gerade eben noch am Start ist. Waffen. Kann ich doch bestimmt jetzt etwas mal reinniesen, oder? Komm, einmal richtig kräftig räuspern und lass raus. Ei! Drache erstmal weg. So, euch setze ich jetzt hier gemeinsam ein. Schießt auf alles, was da kommt. Stopp und Feuer frei. Der hier will nicht mehr, die wollen leider auch nicht mehr. Ja, das, die Nahkämpfe hier waren eher so mittelgeil für uns gerade eben. Jemand muss sich um diese Scheißteile hier kümmern. Getroffen haben wir's. Und ihn tue ich jetzt hier raus. Ich will nicht, dass er stirbt. Jawohl, die gehen drauf. Seht ihr das? Die können nicht gegen diesen Ansturm hier. Die können nicht gegen dieses MG-Nest, sage ich jetzt mal, hier anstürmen. Man sieht richtig quasi hier das Feld des Todes, gegen das sie versucht haben, hier quasi anzulaufen. Sehr gut. Kriege ich das hier noch hin? Die fliehen. Der Rest ist mir egal. Diese Armee oder diese beiden spielen auch keine Rolle mehr. Sehr gut. Ihr seht, ne, die sind beide im Grunde völlig ausgelöscht. Da steht noch irgendwie ein Trupp, irgendwo anders noch ein Trupp. Ich glaube, das kann man als vernichtet ansehen. Gut. Wir haben auch keine Truppe verloren, wobei das hier echt knapp war. Ja, wir nehmen hier nochmal die Erfahrung mit. Gibt jetzt hier noch, glaube ich, diesen Mini-Typen da. Das ist einfach nur noch ein Kommandant und ansonsten ist da nichts mehr. Das heißt, wir dürfen jetzt endlich unsere Truppen regenerieren. Oh, Seuchenclan hat tatsächlich dieses Ritual abgeschlossen. Oh, das wird jetzt aber ungut. Wir dürfen nicht zulassen, dass denen das gelingt. Mission erfolgreich. 30 Wegsteinsplitter. Sehr gut. Ritus läuft ab. Ritus der Isha. Wir müssen auf jeden Fall gegen die Skaven vorgehen. Wir kommen nicht mehr drum rum. So, wir machen jetzt ein Camp hier. Wir müssen auf jeden Fall irgendeine Armee aussenden, um die in Zukunft aufzuhalten. 2 Punkte haben wir gemacht gleich. Wow. Was haben wir denn da drin? Eigentlich Schwertmeister. Schuss. Dann machen wir die unbewegliche Kraft. Ja, das hier ist eher so zum Mittel. Will ich die Kommandantin besser machen? Sie ist Level 13. Es lohnt sich bei ihr jetzt halt auch mal über so Reittiere nachzudenken. Ich denke, es macht auch Sinn, bei ihm jetzt hier dahin zu gehen. Ich möchte Wüsterns Tiergestalt bei ihm so bald wie möglich erlernen. Gott, was für ein Gemetzel das hier war auf Ultuan. Das ist unfassbar eigentlich. Ja, wie gesagt, sie bleibt so in die Miliz, Tussi. Die Punkte sind hier entsprechend schon vergeben. Sie bekommt bloß hier die besseren Schützen jetzt hier. What would you have of me? Ich komme immer noch nicht an den Rand, das ist so lame. So unfassbar lame. Can I offer assistance? Okay, Wissens Tiergestalt ist bei ihm ja schon ausgemaxt, genauso wie die harmonische Konvergenz. Erdenblut könnte echt helfen. Ein sehr, sehr nützlicher Zauber. So, Alariel wandert jetzt. Wollt ihr mich verarschen, ey?
Alariel the Radiant. Immun gegen Verschleiß. Das Gute ist es auch, dass wir dadurch jetzt die Verlustverstärkungsrate erhöhen. Ich kann hier nicht weg. Ich kann hier nicht weg. Weil die hier immer noch sind. Ich muss erstmal die jagen. Ärgerlich. Aber nicht zu ändern. Weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, das ist eigentlich eine ziemlich gute Skavenjägerarmee im Grunde. Also insbesondere wegen denen da. Vielleicht sollte ich diese Armee aussenden. Ah, genau, Nagarüte können wir noch weiter ausbauen. Trace, nee, was? Tyrannok. Nö, und schon wieder können wir die Runde beenden. Hier wird jetzt... Oh, das ist wichtig. Also ich muss echt gucken, bevor die jetzt die Skaven wiederkommen, wir müssen es irgendwie schaffen, dass deren Ritus scheitert. Die sind schon so weit. Ich muss eigentlich gegen die ins Feld ziehen. Ich weiß bloß nicht, wie ich es machen soll. Glaube ich, irgendwo hier im Zentrum. Ich gucke mir das gleich mal auf der Strategiekarte, beziehungsweise auf der Diplomatiekarte an. Auf der Diplomatiekarte kann man das ja sehen. Jetzt belagert er da oben. Ach, soll er ruhig. Das ist genau das, was ich eigentlich wollte, dass er zu mir kommt. So, wir haben jetzt den Gipfel der Zivilisation. Ja, 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 ganz, ganz viele unnütze Sachen. Jetzt gucken wir als allererstes mal, wo dieser olle Ratterich seine Hauptstadt hat. Pure things disgusting. Wo ist denn das? You answer back to Lord Skrull. Ja, das Spiel ist natürlich clever und verrät mir das nicht. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwo hier ist. Irgendwo hier. Davon gehe ich aus. Kann ich mit irgendjemand hier eigentlich noch verhandeln? Khemri. Meinetwegen. Keine Ahnung, warum der dafür so viel Geld wollte. Ich habe es jetzt einfach gemacht, denn ich möchte mit ihm handeln, weil es für uns beide Sinn macht. Das habe ich in zwei Runden wieder drin. Ihr seht ja jetzt hier, was wir dadurch jetzt verdienen. So, die hat nochmal ein Level up. Dadurch bekommt die jetzt hier schon mal ein Elfenross von mir. Attacke. Macht sie nieder. Und da holen wir uns die Erfahrung. Die Puppen des Chaos sind vernichtet. Und es sind tatsächlich noch irgendwelche Skaven, die glauben, sie könnten lustige Dinge tun. Ich geselle mich mal jetzt hier dazu. Dann habe ich auf jeden Fall hier die zahlenmäßige Überlegenheit. Und... Ja, jetzt muss ich halt jetzt das Lager abbrechen. Ich möchte nicht mit hier das Rekrutieren abbrechen. Das wäre doof. Und auch dieser letzte Typ ist erledigt. Da holen wir uns gar nichts mehr, so wie es aussieht. Okay, auch erledigt. Erledigt, mehrere Siege über Skaven. Führerschaft im Kampf gegen Skaven. Läuft. Noch mehr Erfahrung. Und weiter geht's. Ich musste relativ spontan kurz einen Cut machen. Aber das macht für uns ja nicht irgendwie die Sache kaputt oder so. Jetzt gucken wir mal.
Flammende Konvokation, Erdung, Magieerdung. Ich bin am überlegen. Ich mache erstmal die Magieerdung. Mehr Energiereserven sind immer gut. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall eine Truppe, die wahrlich schlagkräftig anzusehen ist. Bis auf die Tatsache, dass ich ganz, ganz gerne da den hier drin hätte. Hallo? Warum kann ich... Was backt denn da rum? I will not do this. Hallo? Warum? Onward then. Never. Awaiting orders. Sag mal, warum will der da nicht rein? Warden of Safari. Time is of the essence. Ich müsste sie wahrscheinlich jetzt hier rausnehmen, ne? The winds hearken to me. Auskundschaften. You seek illumination? Man könnte auch sagen, sie ist ansonsten sinnlos für die Armee. So, ich möchte einfach nur, dass der jetzt hier die Truppe trainiert. Mit seinem Kampftraining. Das wäre mir persönlich ganz recht hier, dass sie ein bisschen Erfahrung bekommen. If you will it. I serve the Phoenix King. Ja, hier sind die Leute natürlich momentan noch nicht dazu in der Lage, irgendwas zu tun. Riesenadler. So, dann machen wir hier ihn noch ein bisschen besser. Er hat die Unsterblichkeit schon erlangt. Erdenblut verbessern. Ich bin froh, dass wir das jetzt geschafft haben, hier erstmal alles zu verteidigen. Give the word. Und jetzt muss ich hier runter marschieren. We shall not rest. We go. Und mein Zeug hier wieder zurückbekommen. Moving out. Bevor es mir jemand anders denkt. Außerdem macht das hier jetzt auch noch Chaos-Korruption, was ja auch nicht sein muss. Und wir können forschen. Hätte ich auch beinahe vergessen. Ja, jetzt haben wir hier die kulturelle Entwicklung der Hochelfen komplett durch. Schattenkrieger. Die Geschossresistenz wäre natürlich nicht schlecht. Geschwindigkeit für Streitwagen. Das können wir noch nicht. Treue Schwüre. Kolonisten zurückrufen. Unterhalt für Seegarde. Rekrutierung für Seegarde reduzieren. Weiße Löwengeschwindigkeit. Mal das. Ich bin mir gerade eben nicht so sicher, was jetzt hier wirklich Sinn macht. Das sind alles Dinge, auf die wir halt gar keinen Wert großartig legen. Was muss ich eigentlich dafür machen? Ich brauche eine Färberei. Wo bekomme ich eine Färberei? Ich habe keine Färberei, von der ich wüsste. So, und der versucht jetzt hier zu entkommen. Und ich möchte ihm zeigen, was ich davon halte, dass er hier noch so rummunkt. So. Avalon, Froststraße, genau, Froststraße. Da kommt das Mäulchen jetzt hin. Da kommt das hin. Und was können wir hier noch machen? Den Obsidian. Den wollte ich hier haben. Grace, nein. Schwarze Küste, ja. Ja, die Schwarze Küste wird immer wieder jetzt hier mit Rebellion zu kämpfen haben. Und damit können wir die Runde beenden. Okay. Ja, komm, wir beschleunigen das Ganze. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo die Skaven rumtänzeln. Denn hier diese Armee ist schon ganz gewaltig darauf hin. Ich versuche jetzt mal hier das abzufangen, um zu gucken, ob ich einen Hinweis auf Skavenaktivität finden kann. Ich hab's geklickt. Gucken wir uns halt auch noch kurz die Dunkelelfen an. Da tänzelt auch noch irgendwie so eine Rebellionsarmee rum, ey, von den Skaven. Sieht fast schon lustig aus. Schrei. Einfach mal so. Random Scream. Nagaron scheint aber wieder leicht zu erstarken. Hat wieder Armeen aufgestellt. Die sind noch nicht am Ende. Sie sind bloß geprügelt. So, Seuchenclan. Die Frage ist, ob ich da irgendwas von dem sehe. Hier sind die schon wieder mit fucking... Okay, eine volle Armee, der Rest ist wertlos. Walls Amboss! Oh, das ist die Gelegenheit. Das ist die Gelegenheit, den zu bekommen.
Der ist mir sogar noch wichtiger als diese blöde, als dieses blöde Tor. Also die sind definitiv hier irgendwo aktiv, ne? Aber auch hier. Ey, ganz im Ernst, die sind richtig weit verstreut. Aber die verzichten wahrscheinlich auch weitgehend einfach auf Schutz ihrer Städte und so weiter und so fort. Die sagen sich wahrscheinlich einfach quasi, ja, wenn ich drei erobere und eins verliere, habe ich zwei netto immer noch plus gemacht, ne? Das ist die Taktik von den Skaven. Rebellion steht bevor, wo denn? Schwarze Küste. Ja, das ist das hier unten. Das hier. Arnheim. Ja, ich marschiere jetzt hier mit der vollen Armee nach Süden. Princess. It shall be done. We march. Und dann werden wir uns die Weißspitze wiederholen, aber wir werden uns auch hier um den, also um Bords Amboss bemühen. Na also, Nagarond auf die höchste Stufe. So, da kann ich nichts machen. Und jetzt zu Alariel. Was macht diese scheiß Armee hier, ohne Witz. Ey, das geht mir schon wieder so auf den Zeiger, dass die es geschafft haben, jetzt hier so... Daran, die, wisst ihr, die schaffen es wirklich hierher zu marschieren. Deswegen wurde Marschieren abgeschafft. Genau deswegen. Wegen diesem blöden Ping-Pong-Spiel hier. Das Gemeine ist halt auch einfach, dass sie um uns rummarschieren können. Ich bin der Meinung, das sollte gar nicht gehen. Du solltest irgendwie so eine Option haben, abzufangen oder sowas. Und dann lass es meinetwegen quasi über eine prozentuale Wahrscheinlichkeit laufen. Aber das wäre sinnvoll. Ich will auf jeden Fall eine rapide Speerschleuder hier haben. Die ist, glaube ich, die Kommandantin ja, der Miliz, genau. Also sollte ich auch hier Milizen benutzen. Speerträger oder gleich Seegarde? Gucken wir uns mal die Werte an. 31,56. Ernsthaft? Sind die so viel besser? 31,56. 29. Die Seegarde ist deutlich besser. Ist sogar im Nahkampf deutlich besser. War mir noch nicht klar. Gut, dann machen wir das tatsächlich so. Aber ich brauche dann trotzdem nochmal eine weitere Schützin. Ja, das ist jetzt die Armee hier. Verloren, Froststraße. Ja, genau, dann können wir das noch weiter ausbauen. Illyrian. Nagarüthe. So. Ah Gott, hier wird es auch noch eine Rebellion geben. Guck dir das an. Wir kriegen das hier nicht in den Griff. Super ärgerlich. Bett von dir. So, Lothurn. Die Macht von Lothurn ist so erdrückend. Der hat jetzt... Ah, jetzt weiß ich warum. Der hat sich jetzt den Teclis geschnappt. Lothurn hat sich Teclis geschnappt. Wahnsinn. Das ist die unangefochtene Macht auf dem Kontinent. Lothurn. Solchen Clan. Ich hoffe, dass irgendjemand... Camry ist aber auch verdammt stark. Ich hoffe, dass irgendjemand gegen den solchen Clan auch noch mit vorgeht, dass das nicht ich alleine sein muss. Das fände ich persönlich sehr, sehr angenehm. Ja, die Rebellion, die ist mir bekannt. Konföderation haben wir auch bemerkt. Einheiten angreifen, fehlgeschlagen. Lauer entdeckt. Ja, ja, ja. Oh, fataler Fehlschlag ist immer gut. Also wenn es dem Gegner passiert. Rebellion steht auch in Nagarüthe bevor. Ist mir auch bewusst. Wo ist jetzt die... Der ist jetzt...
Sag mal, willst du mich verarschen, ey? Jetzt ist der Penner hier. Und will jetzt hier die große Arena angreifen. Ich verfolge den jetzt einfach so. Boah, ey. Das ist so pain in the ass. Ich mache es das hier. Es sind nur 10%, das wird nichts rausreißen. Aber vielleicht, wenn er einen kleinen Fehler macht. Ja, dass das eine Rebellion ergibt, das wissen wir. What would you have of me? What would you have of me? Ich weiß nicht mal, was das genau wortwörtlich heißt. What would you have of me? Attack! Wahrscheinlich heißt das sowas wie, was willst du von mir oder so. So, Provinz gesichert. Ich mache auch das hier, wisst ihr? Ich will einfach, hier kommen eh ständig Gegner. Ich will, dass der Gegner langsamer ist. Loyal Subject. We go. Und das hier werde ich mir jetzt einfach schnappen. Ich hoffe, dass diese Armee dafür geeignet ist. Mords Amboss ist auf jeden Fall auch nur ein kleiner Ort. I need a moment. Und wir können nicht zulassen, dass die hier weiterhin so ihr Schindluder treiben an der Stelle. Gut, Runde beenden. Ja, Lothar hat wieder einiges an Macht eingebüßt. Warum auch immer. Oh, warum führen die den Krieg gegen... Achso, das ist Lybaras. Ja, ja, gegen die haben die Krieg, das wissen wir. Das ist Ehrfurchtsgebietend. Also, ich habe mich wohl geirrt. Nagarond ist definitiv nicht geschlagen. Und der Seuchenclan braucht so lange. Die sind fast so stark wie Lothar. Aber ich werde jetzt trotzdem hier den Vault's Amboss einnehmen müssen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich spiele jetzt hier noch eine Runde ganz kurz und dann... Welcome to the court of the Everqueen. ...müssen wir diesen Typen hier nochmal abwimmeln. Ich will keine Vertreter an meiner Türschwelle. Keine Verkäufe an der Haustür. Müsste man hier so ein Schild aufstellen. Bel Shannar, the Explorer. As he used the stars to navigate the world, their light shone upon the king's lost vessel. There, Gallifreyus! I see it! The fourth shard of the Star Crown was found within. Thanks to the Phoenix Kings, the Star Crown is near complete. But there is one who is yet to be evoked. The first, the greatest, the Doomed. Gut, damit würde ich mal sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Die nächste Runde spielen wir dann in der nächsten Folge. Ritual abgeschlossen, läuft. Oh, Piraterie, wie schön. Ja, macht's gut, schöne Zeit, tschüss und ade.